Hey ihr Lieben, heute zeige ich euch, was ich alles am Tag esse. Dieses Video wird eine Fitness Edition sein, weil ich zurzeit sehr viel trainiere und auf meine Proteineinnahme achte. Auch ist mein Fitness E-Book fast fertig und ich probiere Sachen aus, damit ich mit euch alles teilen kann. Ich werde euch meine zurzeit Lieblingsrezepte zeigen und es ist auch Feigensaison und ich werde euch auch Feigenjagd mitnehmen. Wie immer sind alle meine Gerichte schnell und einfach und natürlich nährend, lebendig und sehr lecker. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen und findet auch viele neue Ideen und Inspirationen. Wie jeden Morgen hatte ich mein basisches Wasser, diesmal mit Grapefruit. Ich wechsle ab, damit es mir nicht langweilig wird, mal mit Zitrone, mal mit Limette, mal mit Orangen. Jetzt habe ich voll Lust auf Grapefruit. Ich liebe den bitteren Geschmack und den frischen Kick und Vitamin C, das mir dieses Getränk gibt. Bitterstoffe sind auch sehr unterstützend für die Leber, sehr gut für Stoffwechsel und Fettverbrennung. Ich nehme im Moment zu meinem Morgengetränk MSM dazu. MSM ist mein Geheimnis für schöne Haut, Haare und Nägel und auch für straffes Bindegewebe. MSM wird auch mit Vitamin C zusammen besser aufgenommen. Ich habe ein extra Video zu MSM gemacht, sehr ausführlich, du kannst dir gerne anschauen. Nach dem Grapefruitwasser habe ich meine Beauty-Routine, Yoga und Stretching und 30-40 Minuten später esse ich eine Monomahlzeit aus Früchten der Saison. Diesmal ist es eine schöne Waikiki-Melone. Die Vorteile der simplen Monokost sind zahlreich. Kurze Verdauungszeit, optimale Nährstoffnutzung, leichtes energetisches Selbstbefinden, kein Füllegefühl und viel Energie. Das Verdauungssystem wird entlastet, da es sich nur auf eine Art Lebensmittel konzentriert. Zu Mittag esse ich im Sommer gerne so wie heute Nice Cream mit roh veganem Proteinpulver und verschiedenen Toppings. So wird es nie langweilig. Es ist eine leckere, fettfreie und sättigende Mahlzeit. Als Toppings nehme ich gerne Früchte, knuspriges Buchweizen oder Beeren, also keine Nüsse, um auf gute Kombinationen zu achten. Jetzt ist Feigensaison und ich gehe so ziemlich jeden Tag als Frühstück oder als Snack Feigen vom Baum essen. So eine Mahlzeit direkt vom Baum hat natürlich die meisten Enzyme und Vitamine und Mineralien. Und ich habe ganz viele Feigenbäume, die niemandem gehören, um mein Haus herum. Also lasst uns gucken, ob hier welche reif sind. Die ist ganz weich, die kann man ruhig pflücken. Feigen sind eine der ältesten und natürlichsten, also nicht überzüchteten Früchte. Die haben noch die ganzen Enzyme und Vitamine erhalten. Die sättigen ganz gut und sind richtig, richtig lecker. Zum Abendessen gibt es Salat mit grünen Mungobohnensprossen, Tempeh, Tomaten, Paprika, Avocado und gekeimte getrocknete Kerne. Ich wusste schon lange, dass Mungobohnensprossen ein tolles Fitnessfood sind, doch hatte keine Idee, wie ich sie essen soll. In diesem Salat kommen sie richtig gut, idealerweise schmeckt er noch mit Mais dazu, aber ich hatte an diesem Tag keinen. Dieser Salat ist eine perfekte Fitnessmahlzeit für den Abend, hat wenig Fett und auch wenig Kohlenhydrate, dafür sehr viele Vitamine und Mineralien und auch gutes Protein.
Das war mein schöner Rohkosttag. Ich hoffe, du hast das Video genossen und hast auch einen schönen Tag gehabt. Ich habe alle Infos, Rezepte und Empfehlungen in die Beschreibung reingepackt. Schau da gerne vorbei. Wenn du Fragen hast oder andere Anregungen, schreib mir einen Kommentar. Ich freue mich auf Kommentare und beantworte sie auch sehr gerne. Gib dem Video ein Like, wenn es nützlich war, und wir sehen uns im nächsten Video. Thank you.